Der Mac Mini in der Basiskonfiguration ist wirklich der beste Deal, hat aber eine Kleinigkeit, die für dich ein Dealbreaker sein kann. Und nein, es ist nicht der Power-Button auf der Unterseite, für den es allerdings schon einen Fix gibt. Anstatt einer großen Ankündigung gab es diesmal von Apple drei kurze Videos, in denen sie schrittweise ihr Mac-Lineup aktualisiert haben. Und das absolute Highlight war dieser neue Mac Mini, der nach 14 Jahren endlich ein Redesign bekommen hat. Und er ist wirklich winzig geworden, er sieht es eher aus wie ein kleiner Mac Studio und zum Glück haben sie ihn nicht Mac Studio Mini genannt. 12,7 auf 12,7 cm, also winzig winzig. Im Alltag nutze ich für unterwegs ein MacBook Pro und habe schon länger etwas für mein Schreibtisch-Setup gesucht. Allerdings sind Macs keine Schnäppchen und bisher war es so, dass die Basiskonfiguration einfach viel zu unattraktiv war. Oft hat man ein bisschen mehr RAM, ein bisschen mehr internen Speicher benötigt und dadurch wurde man Apples Preisleiter auf astronomische Höhe getrieben. Deshalb sage ich auch, dass speziell die Basiskonfiguration des Mac Minis preis-leistungstechnisch einfach unschlagbar ist. Mit 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD landen wir hier bei 699 Euro. Und mit dem Bildungsrabatt zahlt man am Ende nur 579 Euro. Ich habe die 699 Euro komplett selbst bezahlt, weil ich nicht einer der 379 YouTuber bin, denen Apple das Gerät schon vor Marktstart zugesendet hat. Ich hätte aber auch nicht Nein gesagt. In dem winzigen Gehäuse ist wirklich mehr drin, als man erwartet. Ja, er hat Lüfter, die habe ich bisher allerdings noch nicht gehört. Außerdem dreimal Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet und vorne zwei USB und dann noch einen Kopfhöreranschluss. Normalerweise muss man Kompromisse eingehen, wenn man so einen kleinen Computer baut. Zum Beispiel der Akku, was hier natürlich völlig egal ist, dann noch die Lautsprecher. Die sind zwar eingebaut, sind aber eigentlich auch irrelevant. Und dann noch das Thema Hitzeentwicklung. Wie gesagt, er hat zwar einen eingebauten Lüfter, allerdings ist er auch bei hoher Last flüsterleise. Ist natürlich schön, weil er immer direkt vor mir auf meinem Schreibtisch steht. Deshalb ist der Mac Mini auch derzeit auf dem Markt komplett konkurrenzlos und ich meine es nicht nur auf dem Apple-Markt, sondern auf dem Gesamtmarkt. Denn der Mac Mini macht zwei Sachen richtig gut. Er ist zum ersten extrem klein und zum zweiten dabei noch extrem leistungsstark. Es gibt zwar andere kleine Computer, die sehr klein sind, haben dann aber nicht die Leistung wie der Mac Mini oder sie haben gleich viel oder sogar mehr Leistung als der Mac Mini, sind dann aber auch nochmal um einiges größer. Versteh mich nicht falsch, es gibt richtig geile, kleine und vor allem leistungsstarke Mini-ETX-Computer, allerdings sind die nicht so klein wie der Mac Mini und ganz ehrlich, den kann man einfach schön auf den Schreibtisch stellen. Und er sieht auch wirklich richtig schick auf meinem Schreibtisch aus, der übrigens der höhenverstellbare Tisch von Vernal ist. Weil ich wirklich viel Platz brauche, habe ich mich diesmal für eine Tischplatte mit 1,80 m auf 75 cm entschieden und diesmal komplett in cleanem Weiß. Gerade dieser schwarz-weiße Stormtrooper-Look sieht einfach richtig clean aus. Es gibt auch andere Ausführungen, wie zum Beispiel Walnuss, was mir auch ziemlich gut gefällt. Der Zusammenbau hat nur ein paar Minuten gedauert, weil man im Prinzip nur noch die Beine anschrauben muss. Und danach ist mir direkt aufgefallen, wie sauschwer der Schreibtisch ist. Und das ist jetzt auch was Gutes, denn das macht ihn um einiges hochwertiger. Vor allem, wenn man den Tisch auf das Maximum hochfährt, wobbelt die Platte nicht rum, obwohl man mein Setup nicht wirklich minimalistisch nennen kann. Ich habe hier zwei große Monitore, meinen Laptop, meine Kamera, meine Leuchten. Und unter dem Schreibtisch habe ich noch meinen großen Gaming-PC montiert. Auch richtig nice ist das Kabelmanagementfach, das bei dem Vernal mitgeliefert wird. Ich habe mir diesmal wirklich Mühe gegeben, die Kabel sauber zu verlegen und bin mit dem Ergebnis auch ziemlich zufrieden. Ich könnte sicherlich noch mehr auf den Tisch draufstellen, denn der hebt bis zu 160 Kilo. Keine Ahnung, was man damit so schweres hoch und runter fahren möchte, aber wenn du, keine Ahnung, Zielsteine auf deinen Schreibtisch stellst, dann hast du mit dem auf keinen Fall ein Problem. Ich habe noch diese Schreibtischablage, wo ich alles nochmal ein bisschen besser verstauen kann. Da habe ich zum Beispiel auch den Mac Mini drunter stehen. In dieser kleinen Schublade habe ich noch mein Ladepad für meine AirPods und mein Stream Deck. Sie haben aber auch im Sortiment ein paar andere Accessories, wie beispielsweise Schubladen. Der Tisch kann bis zu vier verschiedene Positionen abspeichern, gut, wenn du dir den Schreibtisch zum Beispiel teilst. Bei mir benutze ich nur eins und zwei, einmal für Sitzen und einmal für Stehen. Das ist mit Abstand wirklich der stabilste Schreibtisch, den ich persönlich je benutzt habe. Aktuell gibt es nochmal einen richtig heftigen Black Friday Deal und mit dem Code YTBKC bekommst du nochmal 6% auf die schon sowieso extrem fairen Preise. Checkt's mal ab über diesen QR-Code oder über den Link in der Videobeschreibung. Aber was macht man jetzt mit dem Mac Mini in der Praxis? Casual-Nutzung wie im Internet surfen, Musik und Videostreaming und auch leichtes Gaming sind damit allemal möglich. Ja, ich weiß, Gaming auf dem Mac ist so ein richtig leidiges Thema und seien wir mal ehrlich,
Wenn du dich wirklich ernsthaft für Gaming interessierst, holst du dir sowieso keinen Mac. Ich persönlich bin zwar Mac-User, aber habe fürs Zocken nochmal zusätzlichen Tower-Gaming-PC. Aber das ein oder andere Spiel kann man damit durchaus flüssig zocken. League of Legends zum Beispiel läuft auf dem Basis-Mac Mini bei 1440p bei um die 100 FPS und selbst bei 4K kommt man noch auf flüssige 60 FPS. Und wie sieht die Leistung sonst bei der Arbeit aus? Hier können wir uns natürlich irgendwelche synthetischen Benchmarks angucken, aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind halt einfach irgendwelche Zahlen, mit denen man nicht wirklich was anfangen kann. Deshalb schaue ich immer, wie es in der Praxis aussieht. Ich bin Softwareentwickler für iPhone-Apps und programmiere alle Apps in der Entwicklungsumgebung Xcode. Und hier gibt es einen sehr guten Benchmark, bei dem man ein extrem großes App-Projekt kompiliert. So wird der Prozess genannt, wenn Programmcode in für Maschinen verständlichen Code übersetzt wird. Auf meinem MacBook Pro mit M1 Max Chip, ein wohlgemerkt extrem leistungsstarker Laptop, dauert dieser ganze Test 156 Sekunden. Und da muss ich sagen, das ist ein wirklich solides Ergebnis. Auf dem Basis M4 Mac Mini dauert es nur 142 Sekunden, ist sogar also ein bisschen schneller. Im Alltag machen diese paar Sekunden vielleicht keinen Unterschied, aber bei der Anschaffung. Mein MacBook Pro hat in meiner Ausführung über 4000 Euro gekostet. Ich weiß, das MacBook hat ein Display, Tastatur, eingebautes Trackpad und einen Akku und man kann natürlich auch damit unterwegs arbeiten. Ich finde es dennoch extrem beeindruckend, wie viel Leistung man hier bekommt für ein vergleichsweise sehr niedriges Budget. Falls du dich für Videoschnitt interessierst, dann kann ich dich jetzt auch beruhigen, denn der Mac Mini kommt auch ohne Probleme mit dem 6K-Footage meiner Kamera zurecht. Ich weiß, 256 GB interner Speicher ist für Videoschnitt offensichtlich viel zu wenig. Allerdings habe ich jetzt gleich noch eine kostengünstige Lösung für dich. Wegen allem, was ich dir gerade erzählt habe, sehe ich verschiedene Gründe, wieso der Mac Mini in der Basiskonfiguration auch für dich so ein extrem guter Deal sein kann. Zum einen, du arbeitest sowieso nur von zu Hause an deinem Schreibtisch, willst nicht so viel Geld ausgeben und trotzdem eine gute Leistung haben. Oder du hast vielleicht ein älteres MacBook, das vielleicht zu schade ist, um es komplett zu ersetzen, ein neues MacBook viel zu teuer ist und du trotzdem, zumindest für die Zeit, wo du zu Hause arbeitest, wenn das für dich relevant ist, ein leistungsstarkes Gerät haben möchtest. Für, wie gesagt, einen extrem fairen Preis. Es tut mir wirklich leid, falls du dich jetzt getriggert fühlst, weil du denkst, ich mache jetzt hier die ganze Zeit einfach nur Werbung für Apple, aber wenn du dir das Gerät mal angeschaut hast, was du dafür bekommst, für was für einen guten Preis, selbst wenn man das jetzt mit anderen Geräten, die jetzt nicht von Apple kommen, vergleicht, dann wirst du es auch absolut verstehen, wieso nicht nur ich, sondern wahnsinnig viele Leute so extrem gehypt von dem Gerät sind. Auch wenn ich jetzt schon die Kommentare sehe, dass ich ein Apple-Fanboy sei, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so ein Gerät jetzt mit Windows oder irgendeine Linux-Kiste bekommen könnte, dann würde ich mir das natürlich auch kaufen, statt des Mac Minis. Aber es gibt halt einfach keine Konkurrenz dazu. In meinem Fall habe ich mir den Mac Mini gekauft, weil ich eine gute Lösung für meine Videoproduktion gesucht habe. Denn für Streaming und diese YouTube-Videos benutze ich hauptsächlich einen Windows-Computer, der hier unter meinem Schreibtisch steht. Der hat eine eingebaute Capture-Karte, das heißt, ich kann hier per HDMI meinen Mac mit meinem Gaming-PC verbinden und habe dann ein sauberes Signal in meinen Windows-Computer rein. Gerade für Screencasts oder eben für Twitch-Streaming ist es einfach perfekt. Ich wollte nicht immer mein MacBook umbauen und dann anstöpseln und so weiter, sondern habe einfach nach einer Lösung gesucht, was einfach stationär ist, was ich nur noch einschalte und dann direkt funktioniert, so wie ich es gerade brauche. Ah, und falls du dich für Programmierung interessierst, dann mach doch sehr gerne bei meinem kostenlosen Mini-Hackathon mit. Am 2. Dezember geht's los, alle Erfahrungslevel sind willkommen, egal ob du kompletter Einsteiger oder absoluter Vollprofi bist. Auch egal, ob du dich für App, Spiele oder Webentwicklung interessierst, völlig egal, welche Programmiersprache du am liebsten benutzt, du kannst wirklich benutzen, was du möchtest. Melde dich direkt auf minihackathon.de an. Eine Sache noch, müssen wir über den Knopf auf der Unterseite sprechen? Ich glaube, zumindest mal sollten wir ihn erwähnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple gute Gründe hat, wieso sie den Knopf auf die Unterseite gepackt haben, das ist auf die Rückseite, wo er eigentlich hingehört. Aber nachdem die Memes über den Ladeanschluss der Magic Mouse auch nach 10 Jahren noch nicht aufgehört haben, hätte man eigentlich damit rechnen können, dass es bei dem Mac Mini nicht anders sein wird. Für mich ist es jetzt ehrlich gesagt überhaupt kein Thema, denn seien wir mal ehrlich, normalerweise fährt man Mac nicht runter, gerade bei meinem Laptop, den klappe ich einfach zu. Bei dem Mac Mini wird es nicht anders sein. Ich habe aber trotzdem eine ganz gute Lösung gefunden. Denn die übereifrige 3D-Druck-Community hat schon eine Lösung gefunden, wie sie den Knopf auch wieder nach oben legen können oder sogar den kompletten Mac Mini zu einem Anschalteknopf verwandeln. Ich habe beides getestet und muss sagen, es funktioniert echt super.
Aber kommen wir jetzt mal zu der Sache, die für dich ein Dealbreaker sein kann. Und das ist der, mit ehrlich gesagt, ein bisschen knapp bemessener interne Speicher mit 256 GB. Für einige wird das ausreichen, aber wenn du viel mit Medien, zum Beispiel mit Videos arbeitest, dann wirst du damit überhaupt keine Freude haben. Apple lässt sich wie gewohnt ihren Speicher sehr teuer bezahlen und da knacken wir dann sehr schnell die 1000 Euro Marke. Und hier kommt der Knackpunkt. Da der Mac Mini sowieso nicht für unterwegs gedacht ist, kann man hier sehr, sehr gut auf einen externen Speicher ausweichen. Für den alten Mac Mini gab es solche Docking Stations, die sogar noch 10 GB Ethernet und Platz für eine M2 SSD nachliefern. Dann nochmal 100 Euro obendrauf und du hast direkt 2 Terabyte Speicher. Bei Apple selbst würde diese Option 1000 Euro extra kosten. Es gibt für diesen Mac Mini aber auch schon 3D-Drucklösungen, um den Mac mit einer SSD zu erweitern. Naja, du hast schon einen Mac oder war das vielleicht sogar gerade auf deinen? Dann schaue hier noch vorbei, wo ich dir die besten Apps zeige, die deinen Mac in eine richtige Produktivitätsmaschine verwandeln. Dein Kevin.